Jörg, was war deine erste E-Mail-Adresse, dein erster Nickname? Meine erste E-Mail-Adresse war karl-heinz-kreitler@t-online.de. Was soll nach deinem Tod auf jeden Fall bei Wikipedia stehen und was nicht? Es wäre schön, dass ich, wenn ich nach meinem Tod bei Wikipedia stehen würde. Und wenn ich nicht da stehen würde, wäre das schlecht. Welche fiktionale Figur ist sie am ehesten? Shrek, wenn er saufen würde. Bei welchem Buch, Song oder Film hast du zuletzt gemacht? Rocky 4, als er zum russischen Volk spricht am Ende. Da war ich aber vorher 3 Tage unterwegs und echt dünnhäutig so. Deine versteckten Talente. Die, das kann ich sagen, dann sind sie ja nicht mehr versteckt. Also, die sind geheim. Der beste Gegenstand, den du jemals gekauft, gestohlen oder ausgebaut hast? Also ich würde sagen, alle Filme und Platten, die ich mir je irgendwo geliehen und nicht zurückgegeben habe. Ich habe mir mal eine New Bomb Talks Platte bei einem Kumpel geliehen, der mir, als ich es zurückgeben wollte, gebeichtet hat, dass es meine ist und er sie seit 6 Jahren in seinem Besitz hatte. Fauler Sonntag und es klingelt. Was gibt es für deine Gäste? Eine Tür, die sich nicht öffnet. Zeitreise, wohin, wann und warum? Nach St. Wendel, 6. Stunde Sport, Rebecca Wolf. Auf Tour, was muss auf jeden Fall mit? Der Schlagzeuger. Was machst du genau in einem Jahr zur selben Zeit? Keine Ahnung.